Hallo und herzlich willkommen zu einer anderen Minecraft PvP. Diesmal spielen wir ein Rund Lucky Islands auf dem CubeCraft Server. Ja, ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Oh, muss kaputt machen. Oh, Wasser. Okay, gut. Nicht so cool. Ja, prinzipiell, man zerstört hier Blöcke, kriegt da unter Umständen irgendwas raus. Also wahrscheinlich immer. Was ist das denn? Invisibility Band, Right-Click. Okay, das ist ziemlich benutzerdefiniert, wenn man hier sieht. Wir haben Steine bekommen. Haben wir noch mehr Blöcke, die wir zerstören können? Ich glaube nicht. Ist dann im Prinzip. Oh, der Typ ist schon da. Verreckt aber gerade. Nein. Ich versuche gerade mal hier nicht irgendwie richtig speedy rüberzukommen. Erinnert mich gerade ein bisschen an Skywars. Gespielt habe ich sie aber noch nie. Das heißt, es ist erst. So viel dazu. Man sollte immer erstmal gucken, wo man reinläuft. Ist ein bisschen wie Skywars, nur mit hier diesen ganzen Blöcken, die man abbauen kann. Dann kriegt man random Blöcke raus. Ist eine nette Kombination, finde ich. Ganz cool eigentlich, wenn man hier auch mal was Gutes kriegen würde. Invincibility Wand, ja. Gut, dann werde ich mich unsichtbar machen können mit. Wahrscheinlich. Hoffentlich. Kriegt man hier eigentlich auch Rüstung oder sowas, oder? Oh. Noch ein Dia-Schwert. Na, bringt jetzt nicht so viel. Mal so hier. Right-Click. Ich will es jetzt nicht austesten, direkt nicht, dass es dann irgendwie einen Cooldown hat oder sowas. Was es wahrscheinlich hat sogar. Hier ist ein Enchanter, wir haben keine Level oder sowas. Hier sind noch mehr solche Inseln. Auf jeden Fall, da war auch noch keiner. Das heißt, ich baue mich mal Richtung da. Ja, so sollte ich hier eigentlich nicht bauen. Das ist ziemlich dämlich. So, dann gucken wir mal, dass wir hier schnell rüberkommen. Pro Runde sind immer 12 Leute. Das heißt, allzu lange gehen die Runden hier wahrscheinlich nicht. Das ist auch ein relativ neuer Spielmodus auf dem Server hier, glaube ich. Explosive Bow. Okay. 5 Schüsse haben wir damit. Ups. Oh Gott, was war da drin? Weiß ich gerade nicht. Stärke 1, Exploding 1. Auch sehr nett. Eine Spitzhacke. Was zu essen, auch nicht schlecht. Und hier haben wir nichts. Ja, gut. Dann hat einer gesagt, the Villager. Und sonst ist hier drüben auch nichts weiter, glaube ich. Kann ich den Enchanter mitnehmen? Kann ich. Ja, dann nehme ich den mit. Die Team da hinten. Und die haben Enderpearls. Mit denen sich ein Teleport. Ne, Rüstung wie sonst was. Alter. Okay, dann. Geh ich mal hier oben rauf. Und warte, wann die beiden hier kommen. Ich weiß nicht, wie dieses Ding hier funktioniert. Da würde ich es nämlich gerne einsetzen. Oh, da ist eigentlich gerade ein Zombie rausgekommen. Hätte ich jetzt eine Perle, würde ich jetzt raufschmeißen. Hier. Haben die mich eigentlich schon gesehen? Ja, jetzt hat er mich gesehen. Hi. Oh. Das ist auch nicht schlecht, natürlich. Hat aber jetzt nicht so die krasse Range hier. Die sollen mal hier rüberkommen. Ich frage, was machen die jetzt? Wir hatten einen Enderpearl. Ich glaube, er da hinten, da auch noch einen Enderpearl. Da hinten
Läuft auch noch einer rum. Da passiert auch noch was. Man kann auch außen lang gehen, fällt mir gerade auf. Ja, die beiden hocken da. Und die werden, glaube ich, nicht hier rüberkommen. Oder? Doch. Fragst, bin ich jetzt unsichtbar? Ich bin unsichtbar. Okay, ihn habe ich. Und bei ihm wird die ganze Sache ein bisschen schwerer. Ups. Ne, das Glas ist kaputt gemacht. Okay. Er hat die Rüstung wahrscheinlich aufgesammelt. Die Frage ist, wo ist er? Alter, wenn ich den hinten erwische, ne? Getroffen. Er fliegt nicht weg, no knockback. Okay, der ist auch down. Hä, ganz ehrlich, ich habe ihn hinten getroffen. Alter, was für ein Longshot. Aber er ist nicht weggeflogen. Oh, die haben hier ganz viele solche Stäbe. Invincibility haben sie auch. Regen. Wir haben ultra viele Pfeile. Und noch mehr. Noch mehr solche Dinger. Dragon has 10 T-Wand. Okay. Speed haben wir ja auch noch. Ich weiß gar nicht, was hier noch alles drin ist. Regen haben wir schon. Schnelligkeit. Schärfe 1 brauchen wir nicht. Wir haben ein Dia-Schwert. Ja, keine Ahnung. Was wir jetzt hiervon wirklich brauchen und was nicht. Was haben wir jetzt hier? TNT. Was macht das denn überhaupt? Na gut, sagt mir nicht, was es macht. Invincibility, Regen. Dragon Breath wird wahrscheinlich das sein, was er vorhin benutzt hat. Also mit dem Feuer spreaden hier. Mal ausprobieren. Ja. Er hockt da oben. Hält noch viermal jetzt. 200 Pelz habe ich. Das Problem ist, dahin hinzuwerfen, würde jetzt nicht so viel bringen, denke ich. Da hinten läuft einer rum. Ich könnte meinen Weg hier mal zurückgehen. Oh, hier. Ah, ne, das ist ja das Zeug, was ich gedroppt habe. War schwer vergessen. Ist ja runtergeplumpst gerade. Okay, ist runtergefallen. Dann sind wir hier die beiden letzten Spieler. Und ich frag mich gerade immer noch, warum er kein Knockback bekommen hat. Da oben. Der baut sich. Treffe ich eh nicht. Lohnt sich auch gar nicht. Regen Invincibility. Ich muss gerne wissen, was der hier macht. Oh, er schmeißt TNT. Das ist cool, auf jeden Fall. Ich werde mich mal nach da hinten bauen. Ups. Hoffen, dass er mich nicht runterschubst. Enderpearls, ja, zu spät. Fuck! Also, ich hab Knockback bekommen. Ich verstehe es nicht. Der Pfeil hat ihn getroffen, er ist nicht runtergefallen. Ohne Scheiße. Ja, gut, dann war's aber mit der Runde hier. Das ist Lucky Islands gewesen. Auf dem Play.qcraft Games. CubeCraftGames.net Server. Sollte man vielleicht beachten. Ich glaube, ich habe nur CubeCraft gesagt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich trotzdem mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.